Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Namen hieß Tod. Und die Hölle folgte ihm nach. Ich war im Krieg. Wurde ausgebildet im Full Metal Jacket Bootcamp, kämpfte im Platoon an der Seite von Oliver Stone und ritt mit den Walküren durch Coppolas Apokalypse. Ich fror mit den Kameraden der 6. Armee an der Ostfront, durchquerte die Straße von Gibraltar im U-96 und meldete gehorsamst, im Westen nichts Neues. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Den Krieg gesehen, wie ihn Regisseur Klimov gesehen hat als Kind im Kessel von Stalingrad. Den Krieg erlebt, wie ihn Autor Adamowitsch erlebt hat als Partisan in Belarus. Doch ich schaute immer Tätern zu, dabei immer passiv, immer gefasst, mir meiner selbst, meiner Sicherheit, meiner Gefühle gewiss, Herr der Lage, bis mir Flora seine Hand gab und mich mit den Worten »Komm, komm und sieh« im Fegefeuer läuterte. Ja, nicht tut, близко. Im Seitenverhältnis 1:33 kam 1985 ein Film in die Kinos, den keiner gesehen hat. Der nicht zu den Oscars eingereicht wurde als bester fremdsprachiger Film und der wahrscheinlich ein letztes Monument des sterbenden Sowjetkinos darstellt. Er sollte der letzte Film von Klimov sein. Er habe mit »Komm und sieh« alles erreicht, was man mit Film erreichen konnte, sagt er später, und dem ist nicht viel hinzuzufügen. Komm und sieh ist sperrig, spröde, unmittelbar gefilmt aus der Subjektiven eines Kindes, brutal und ehrlich, fast schon eine Dokumentation in seinen Bildern und dennoch ein Bruch der vierten Wand. Er lädt uns ein, am Verfall der Psyche eines jungen Mannes teilzuhaben, von dessen eingänglicher kindlicher Freude letztlich nichts mehr bleibt. Er wird seiner Seele beraubt. Fliora wird zum lebenden Toten und wie ein lebender Toter starre ich lange nach dem Abspann auf den Monitor, kann mich nicht vom Sessel lösen, obwohl ich schon vor 45 Minuten aus dem Raum rennen wollte, ob der Unerträglichkeit der gezeigten Gräueltaten. Genozid als Volksfest in ausgelassener Bierlaune, leider kein Ergebnis künstlerischer Freiheit. Komm und sieh ist keine leichte Kost, blanker Terror, schwer zu schlucken, aber dafür konsumiert er dich. Mit Hochgenuss. Hat unser Hauptdarsteller einen Tinnitus, haben wir den auch. Geräusche spielen ohnehin eine große Rolle. Das letzte Drittel ist audiovisuelle Psychofolter im positivsten Sinne. Denn keiner zwingt mich hinzusehen, nur lassen kann ich es nicht. Wenn Klimov seine Hauptfigur mit echter Leuchtspurmunition beschießt, eine Kuh vor laufender Kamera ermordet oder schreiende Kinder von deutschen Lanzern in brennende Scheunen gestopft werden, dann verursacht dieser Film physischen Schmerz bei mir. Und Klimov geht weiter, geht so weit, dass gar Pazifisten hassen lernen. Wenn ein SS-Soldat erklärt, warum Sowjets keine Menschen sind und sie ausgerottet gehören, und man selber für einen kurzen Moment mit zornig geballter Faust die Klarheit hat, dass dieses Gedankengut mit all den Menschen, die es vertreten, ausgemerzt werden muss, bis nichts mehr übrig bleibt, kein Keim, kein Chromosom. Keiner zwingt mich hinzusehen. Ich gucke diesen Film auch nicht, ich tue ihn mir an. Wegsehen ist keine ethische Option bei etwas so Wahrhaftigen wie Komm und sieh. Ihr merkt schon, es fällt mir schwer, über Form zu sprechen. Der Film ist brillant geschauspielert, die Kamera der Hammer, die Ausstattung der Wahnsinn, denn nichts bis auf die mit Wehrmachtsfarben angepinselten Russenautos deutet darauf hin, dass wir uns an einem Set befinden. Und trotz all dieser Punkte kommt es mir trivial vor, den Film für sein Handwerk zu loben. Denn er ist so viel mehr als seine Performance. Sicher bleibt er Kunst und kann als solche gesehen werden, aber für mich ist Komm und sieh ein Trauma, ein fast schon lebensveränderndes Ereignis. Ein ungeschönter Blick in die zerstörte Jugend und Kindheit seiner Schöpfer. Dieser Film ist Pflichtprogramm für jeden Menschen, der das Privileg hat, das Gezeigte nicht erleben zu müssen. Näher dürfte man der Wirklichkeit der Hölle in einer künstlerischen Auseinandersetzung nicht mehr kommen, als in diesem wohl besten Horrorfilm, der jemals gedreht wurde.